Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Skill-Tutorial auf diesem Kanal. Heute mit einem ziemlich beliebten Skill, aber nichtsdestotrotz auch ziemlich schwierigen Skill. Und zwar den Scorpion Kick, hier auch gezeigt mit Paul Pogba. Vorab, der Scorpion Kick ist auch wie in den vorigen FIFA-Teilen ein 5-Sterne-Skill-Move. Das bedeutet, nur 5-Star-Skiller, also spezielle Spieler, können diesen Skill-Move ausüben. Ihr könnt natürlich auch gerne auf YouTube vorbeischauen, welche Spieler alles 5-Star-Skill-Moves haben. Nichtsdestotrotz, hier auf jeden Fall der Scorpion Kick erklärt und auch gezeigt. Gibt es in verschiedenen Varianten. Ihr könnt den einmal mit der Viereck-Taste, also mit der Flankentaste, ausüben oder als Schuss mit dem Kreisbutton. Geht natürlich alles. Nichtsdestotrotz beschränken wir uns hier erstmal auf den Schuss, weil man mit der Flanke eher besser passen kann, als dass man die Tore schießen kann. Was müssen wir alles beachten? Neben einem 5-Sterne-Skiller ist natürlich die Laufrichtung wichtig. In der Trainingsarena zeigen wir natürlich auch immer nach oben oder der Spieler mit der Blickrichtung. Dementsprechend erstmal so zur Erklärung in der Trainingsarena. Was wir brauchen, ist der rechte Stick, die Schusstaste, den L2-Button hier hinten und natürlich den linken Stick. Wie gehen wir vor? Beim Joggen würde ich euch empfehlen, diesen Skill-Move auszuüben, weil es dann leichter ist. Wir müssen erstmal mit dem rechten Stick einen halben Rainbow Flick ausüben. Das bedeutet, wir üben einfach nur einen Rainbow Flick erstmal aus. Das bedeutet, mit dem rechten Stick entgegengesetzt der Laufrichtung des Spielers, beziehungsweise der Blickrichtung auch des Spielers. Das wäre dann in unserem Beispiel ja nach unten. Und dann direkt nach oben flicken. Das bedeutet, wir würden Folgendes ausüben. Das wäre dann quasi der ganze Rainbow Flick. Ja, also entgegengesetzt der Laufrichtung des Spielers und dann in die Laufrichtung. Das ist dann quasi der Rainbow Flick. Wenn der Spieler gerade im Begriff ist, den Rainbow Flick auszuüben, was keine ganze Sekunde dauert, müsst ihr dann schon den nächsten Step ausüben. Und zwar müsst ihr dann 3 Tastenkombis gleichzeitig tun. Und zwar, ihr müsst gleichzeitig den L2-Button drücken, den Schuss-Button, also den Kreis-Button drücken und dann mit dem linken Stick quasi in die Richtung, wohin ihr schießen müsst. Das bedeutet, das sieht dann wie folgt aus, dass ihr dann quasi die 3 Tasten hier, L2, Schuss und den linken Stick quasi gleichzeitig drückt. Ja, natürlich der linke Stick hier in die Richtung, wohin ihr schießen wollt. Das Ganze dann nach dem Rainbow Flick. Das bedeutet, das ist auch eine ziemliche Timing-Sache. Ihr seht schon, der Spieler muss sich den Ball erstmal hochlegen. Und wenn ihr den Ball hochgelegt habt, ja, also quasi hochlegen und dann direkt schießen, dann würde der Spieler den Ball auch direkt als Scorpion Kick ausüben. Kleiner Tipp zur Ausübung auf jeden Fall. Falls ihr das stumpf gerade machen wollt, klappt das natürlich auch. Nichtsdestotrotz hilft es auf jeden Fall. Pogba ist natürlich hier mit seinem Rechtsfuß unterwegs, mit seinem starken Rechtsfuß, dass ihr ein wenig seitlich zum Tor rennt und dann, wie gesagt, mit dem Rainbow Flick anfangt und den Scorpion Kick dann ausübt. Das bedeutet, das ist dann ein wenig leichter auszuüben. Nichtsdestotrotz seht ihr auch hier schon, dass das Timing eine wichtige Rolle spielt und wie gesagt, ein wenig seitlich zum Tor anlaufen, wie ihr hier in diesem Beispiel gesehen habt, hilft ungemein. Was bedeutet nun das Ganze, dass ihr das in der Laufrichtung des Spielers ausüben müsst? Das bedeutet nichts anderes, als dass ihr natürlich im Spiel nicht immer nur nach oben lauft, sondern mal zur Seite, links, rechts. Und da müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr den Skill-Move dementsprechend auch anwendet. Heißt, wenn euer Spieler beispielsweise nach rechts läuft, müsst ihr dann wie folgt vorgehen, mit dem rechten Stick dann nicht mehr nach unten, nach oben flicken, sondern entgegengesetzt der Laufrichtung des Spielers. Das bedeutet, in dem Beispiel dann nach links und nach rechts. Dann würde der Spieler natürlich den Rainbow Flick ausüben und das Ganze dann als Scorpion Kick quasi dann zur rechten Seite. Bedeutet, geht auch natürlich spiegelverkehrt zur linken Seite. Nichtsdestotrotz habt ihr da auf jeden Fall keine Probleme mit, falls ihr das verstanden habt. Und hier nochmal im Schnelldurchlauf, weil das natürlich kein einfacher Skill-Move ist, was hier alles passiert. Erstmal mit dem rechten Stick einen Rainbow Flick ausüben, unmittelbar nachdem der Spieler den Ball hochlegt, ja, also so im Ansatz schon quasi, hier seht ihr es, das war schon wieder zu spät.
müsst ihr dann schauen, dass ihr den L2-Button, den Schuss-Button und den linken Stick quasi in Schussrichtung betätigt, damit ihr dann quasi den Scorpion Kick ausübt. Dementsprechend könnt ihr das natürlich auch abgewandelt mit dem Viereck-Button machen, anstatt dem Kreis-Button. Aber nichtsdestotrotz, als Schuss ist es natürlich vor dem Tor effektiver als mit einer Flanke. Ich hoffe, das Tutorial war relativ verständlich und ihr habt auch verstanden, wie der Skill-Move auszuüben ist. Dementsprechend würde ich sagen, falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und auf jeden Fall nicht verzweifeln, wenn ihr den in der ersten Stunde nicht schafft. Denn, wie ihr auch hier seht, klappt der auch bei mir nicht immer. Das kommt auch ganz auf den Spieler an. Nichtsdestotrotz, Übung macht den Meister. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Üben, meine lieben Freunde. Bei Fragen gerne in die Kommentare. Haut rein, meine lieben Freunde. Und Peace.